Ja, mein Name ist Dagmar Beudoni-Krack. Ich bin die Geschäftsführerin von Rainbows Österreich. Rainbows ist ein Verein, der Kinder unterstützt, die eine Trennung oder Scheidung ihrer Eltern erlebt haben oder die einen nahestehenden Menschen durch einen Todesfall verloren haben. Ich bin seit September 1999 Geschäftsführerin von Rainbows Österreich. Ja, eine sehr lange Zeit mittlerweile. Zu Beginn waren wir eine kleine Organisation, einige hundert Kinder sind im Jahr begleitet worden und mittlerweile sind es über 1200 Kinder, die nach Trennung, Scheidung in den Rainbows-Gruppen unterstützt werden und 500 Kinder, die nach einem Todesfall Begleitung und professionelle Unterstützung von Rainbows bekommen. Und dass ich zu Rainbows gekommen bin, war ein Zufall. Gekannt habe ich Rainbows schon, Aufgabengebiet war mir von der Uni her geläufig, aber ganz speziell, was passiert dort, habe ich dann durch die Ausschreibung erfahren und ich habe mich beworben, es war die Geschäftsführung ausgeschrieben und ich habe sie bekommen. Was mich heute doch immer freut, weil ich nach wie vor sehr, sehr gerne arbeite. Die Rahmenbedingungen werden nicht einfacher für NGOs generell, für Rainbows auch nicht. Das heißt, so diese Herausforderungen zu schauen, wie kann man der Nachfrage professionell, qualitätsvoll nachkommen, aber auch die entsprechenden personellen und Ressourcen bereitstellen, weil im Funktionieren einer Organisation sind ja die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein ganz, ganz wichtiges Rädchen. Es geht darum, ihnen Respekt entgegenzubringen, sie wertzuschätzen und trotzdem zu schauen, was kann ich als Führungsperson dazu beitragen, dass jede Mitarbeiterin ihr Potenzial entfalten kann. Für mich ist es immer wichtig, in Kontakt zu bleiben, das heißt immer das Gespräch zu suchen, im Austausch zu sein und wenn es Konflikte gibt, auch diese Konflikte anzusprechen, zu bearbeiten, zu lösen. Manchmal auch nicht zu lösen, manchmal gibt es keine Lösung, aber diese Auseinandersetzung mit dem Gegenüber und Mitarbeiterinnen sind ein Gegenüber, ist notwendig oder die Voraussetzung, dass sich eine Organisation überhaupt weiterentwickeln kann und für mich als Führungsperson auch immer wieder damit verbunden, mich selber zu reflektieren und nachzudenken. Ich glaube nicht, dass es ein Erfolgsrezept gibt, unter Anführungszeichen sozusagen man nehme, sondern dass es schon individuell jeder seinen Stil finden muss. Wichtig, denke ich mir, ist einfach das Ziel vor Augen zu haben, was möchte ich erreichen, die Vision zu haben, die Vision mit einem starken Bild zu verbinden. Dorthin möchte ich kommen, beziehungsweise dorthin möchte ich, dass in dem Fall Rainbows in 15, wie auch immer, Jahren steht. Das möchte ich mit den Mitarbeiterinnen erreichen. Die eigenen Stärken immer wieder spüren, die sich an diesen Stärken arbeiten, die Schwächen auch akzeptieren, auch ein Stück fehlertolerant zu sein. Wenn man arbeitet, passieren Fehler, niemand ist fehlerlos. Und ganz, ganz wichtig, glaube ich, ist der Humor. Das Ziel im Auge zu haben, gewisse Beharrlichkeit zu haben und zu schauen, wo gibt es Menschen im Umfeld, die auch unterstützen können. Einerseits berufliche Netzwerke, wo kann ich mir fachlichen Rat holen, wo kann ich mir Rückmeldung holen, aber auch Menschen im privaten Umfeld, die stützen und unterstützen. Und diese Menschen, die rund um mich als Führungsperson sind dann auch diejenigen, mit denen man Erfolge teilen kann, die mitfeiern, die aber auch auffangen, wenn es schwierig ist. Und so als Start, wenn ich beginnen würde, würde ich mir einfach überlegen, wen kann ich da ansprechen, wer könnte sozusagen mein Netzwerk sein, das mich bei diesen Schritten begleitet.